Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Disney Dreamlight Valley. Ja, draußen ist es so schön hell und sonnig und im Dreamlight Valley ist leider die Sonne gerade am Untergehen. Aber das soll uns nicht davon abhalten, mit Mulan uns um die nächste Aufgabe zu kümmern. Können wir kurz reden? Entschuldigt mein doofes Deutsch. Ich habe schon den ganzen Tag Migräne und bin irgendwie leicht Matsche in der Birne. Das ist nichts Neues, ich weiß. Aber das ist mich im Moment ein bisschen am behindern in allem, was ich tue. Hey Gameplayerin, mir fällt es hier wirklich gut, aber ich könnte ein bisschen Hilfe gebrauchen, um mich zurechtzufinden. Hast du einen Moment Zeit? Ja, natürlich. Was brauchst du? Eins der wertvollsten Dinge, die ich während meines Trainings gelernt habe, war die Bedeutung des Gleichgewichts. Wenn du dich um dich selbst kümmerst, musst du die gleiche Disziplin aufbringen, als wenn du dich körperlichen Herausforderungen stellst. Wenn du das nicht tust, wirst du nichts erreichen. Als wir wieder im Lager waren, hast du die gleiche Hingabe in deine Uniform und das Lager gesteckt, wie bei den Übungen. All das hat dir geholfen, dich auszuzeichnen. Ich möchte ja ein ähnliches Tagesprogramm für mich erstellen und ich hatte gehofft, du würdest dich mir anschließen. Ja, das ist eine tolle Idee. Ich bin so froh, dass ich dich an meiner Seite habe. Irgendwie sagen das alle hier. Wir können sogar sofort anfangen. Ich dachte, wir können mit einem guten Gericht beginnen. Vor allem habe ich Lust auf das neue Essen, das Mickey mir vor kurzem empfohlen hat. Eine vegetarische Pizza? Pizza? Das kommt unerwartet, aber ich kann es arrangieren. Ja, ich dachte auch eher an Sushi oder so. Aber andererseits, das isst sie wahrscheinlich auch sehr oft. Ich sorge auch dafür, dass die Zutaten frisch sind. Großartig! Super! Während du das machst, werde ich einen neuen Trainingsplan erstellen. Ich weiß, dass mir das sehr helfen wird. Was mich übrigens daran erinnert, und sorry, aber das muss ich jetzt mal eben ausprobieren. Jetzt muss ich sogar zwei vegetarische Pizzen kochen. Hallo? Wie verfressen ist Mulan bitte? Zieht die sich da jetzt ernsthaft zwei komplette Pizzen rein, oder was? Achso, da wollte ich gar nicht hin. Moment, ich wollte mal ganz kurz einen Abstecher zu Dagobert machen, weil... Oh, lauf doch mal da rein, statt daneben. Weil ich gerne ausprobieren würde. Ich habe nämlich gehört, dass das ein Bug ist. Also, habe ich mir schon fast gedacht, weil sie zeigen es halt, aber man kann es halt nicht nutzen. Hallo! Wir haben ja, ich glaube, in der Folge davor mal probiert... etwas zu bestellen. Und das war hier drunter, glaube ich. Ach, da war der mit den Kraken gar nicht dabei. Ach, Mist. Aber ich will es trotzdem mal probieren. Ah, man kann es probieren. Ist das cool. Das heißt, ich könnte das jetzt theoretisch nochmal bestellen und dann quasi aus dem anderen Bereich... Ach, scheiß drauf, ich habe das Geld doch. Es tut mir leid, es hört sich so an, so nach dem Motto, die ist jetzt hier mega reich oder so in einem Spiel. Ja, irgendwie stimmt das auch. Ich habe durch harte Arbeit mit, wie heißt es? Ach, von Halloween. Mit Kürbissen habe ich mir das Geld erwirtschaftet. Aber schade. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, gut, von dem Weg habe ich jetzt noch einiges, da müssen wir jetzt nichts Neues holen. Ich bin auch sofort wieder hier raus, keine Sorge. Ich hatte nur eigentlich gehofft, dass man diesen Sushi-Typen, ich bin jetzt bei Dekor, ne? Dass man diesen Sushi-Typen eventuell auch nochmal bestellen kann, aber es sieht nicht danach aus. Ah, schade, schade, schade. Was ist das? Das war aber ein Miniaturschiff, oder? Ja, ja, Miniaturboot. Okay, ja. Ich wollte nämlich gerade diesen Sushi-Typen wollte ich nach hier setzen, weil den habe ich ja drüben im anderen Bereich hingestellt. Ich hoffe, dass das auch alles noch vernünftig aussieht. Was ist das denn hier? Verwalterbot. Ach so, doch, den habe ich auch schon mal... Wir hätten natürlich auch so ein Picknick noch bei Mulan hinstellen können, ne? Was ist das? Monster AG. Mikes gebrauchte Taschentücher. Oh mein Gott, die kann man nachbestellen. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ich dachte, die gehört nur zur Quest. Ich hatte nicht gedacht... Oh, ich hatte nicht gedacht, dass man die nachbestellen kann. Das ist cool. Davon würde ich gerne noch ein zweites haben. Schwert des Verteidigers. Habe ich auch noch nicht, ne? Ah, doch, habe ich doch.
Habe ich mir irgendwann mal geholt, keine Ahnung. Ach so, und was ihr nicht mitbekommen habt, ist das hier. Es gibt tatsächlich die Brücke zum Trainingslager, die kann man sich bestellen. Ich habe keine Ahnung, wo ich mir die hinstellen sollte, weil es halt nirgendwo wirklich. Ja, doch, okay, man könnte. Ich kaufe mir die nochmal. Man könnte theoretisch. Dagobert, du darfst mich auch gerne Wir angucken, wenn du sind mir was so froh, verkaufst. dass Ne? du hier Nur, bist. ich wollte dir das nur sagen, weil es wäre höflicher. Man könnte theoretisch eine Brücke hinbauen und dann irgendwie ein Schiff oder so dahinter bauen. Mit dem Hintergedanken habe ich mir jetzt gedacht, okay, dann mache ich das jetzt mal, dass ich mir die nochmal hole. So. Hier drüben. Was hast du denn jetzt schon? Du hast aber jetzt nur eine Daily, oder? Du hast jetzt keine neue Aufgabe, hoffe ich doch mal. So, haben wir das jetzt mal eben erledigt und herausgefunden, dass genau das, was ich wollte, nicht dabei ist. Naja, gut, schade. Vegetarische Pizza. Zack. Wir dürfen ja immer noch nicht zweimal einstellen oder irgendwie eine Mehrfachmenge, sag ich mal, einstellen. Ja. Was ich immer noch sehr, sehr schade finde. Ich meine, bei zweimal ist es noch okay. Da drückt man nochmal auf Auffüllen und dann ist man quasi durch. Aber wenn man jetzt 10-mal das Gleiche machen muss oder so, es ist halt extremst ätzend. Also ich verstehe nicht, warum Disney das nicht annimmt. Ich habe es auch schon mehrfach vorgeschlagen, wenn man da hinschreiben konnte. Aktuell gibt es auch eine Aktion Hier für diejenigen, die drüben. über Steam spielen auf jeden Fall. Oder ansonsten auf die Homepage gehen. Da wird sicher auch eine Verlinkung sein. Da gibt es gerade eine Umfrage, welche neuen Ich Figuren weiß nicht, man wann am ich zuletzt dringendsten so sozusagen tolle haben Nachbarn hatte. möchte und solche Sachen. Und da kann ich euch nur empfehlen, mitzumachen, weil so könnt ihr nämlich auch ein bisschen zumindest versuchen zu beeinflussen, wie es halt mit Disney weitergeht. Zum Beispiel hätte ich jetzt. Also nach und nach alle kriegen, okay, ist in Ordnung, aber ich würde zum Beispiel jetzt Cars nicht unbedingt als das nächste nehmen, was auch drin steht. Was ich weiß, es soll wohl auch Aladdin tatsächlich kommen. Also das ist sicher. Ich weiß aber nicht, ob die jetzt vorgezogen werden oder schon dran arbeiten oder so. Allerdings hat man das gesagt, bevor man Mulan erwähnt hatte. Deswegen bin ich mir nicht so sicher, wann die Ich bin jetzt so wirklich froh, dass kommen. wir uns kennengelernt Oh, das haben. sieht toll aus, Gameplayerin. Es ist toll, im Tal zu sein und neue Gerichte zu probieren, nicht wahr? Es ist nicht Großmutters Kongé, aber es ist köstlich. Du solltest essen, wenn du während unseres Krafttrainings müde wirst. Was? Wie? Krafttraining? Nee, ich wollte kein Training machen. Lass uns stark werden. Ich bin schon stark. Also zumindest psychisch. Ich bin jetzt schon müde. Wir müssen Ja, okay, Ursula daran das erinnern, klingt die zu Kontrolle negativ. über Dann dieses sagen wir Feld mal, zu lass uns stark übernehmen. werden. Du hast eine großartige Einstellung. Heute werden wir in unserer Stärke und Konzentration arbeiten, indem wir nach Materialien schürfen. Das Heben einer Spitzhacke ist nicht nur etwas für deine Armee, es beansprucht deinen ganz. Entschuldigung. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich Migräne habe aktuell und ich darf nicht zu viel lachen, das tut weh. Aber das war jetzt. Ich habe automatisch Armee vorgelesen, weil irgendwie, ne, Mulan und die Armee. Aber die Spitzhacke ist natürlich nichts für die Armee, sondern die Spitzhacke ist nicht nur etwas für deine Arme, es beansprucht deinen ganzen Körper. Komm schon. Oh, jetzt tut mir der Kopf noch mehr weh. Lass uns bald mal wieder quatschen. Ach nee, jetzt muss ich auch noch. Nein, und dann auch noch so viele. Ich muss die auch tatsächlich abbauen. Das reicht nicht, wenn ich die im Dings drin habe, im Inventar drin habe. Oh, das ist fies. Das ist. Alter, geh doch mal da durch. Das ist wirklich fies. Moment, Topaz. Oh, ich habe keine Ahnung, wo ich hier alles kriege. Edelsteine hier. Topaz. Hauptplatz. Die Docks und der Innenhof. Moment. Docks und Innenhof ist doch im anderen, oder? Bin ich doof? Der Hauptplatz ist auf jeden Fall nur hier. Okay. Danke, Leute, ich bin noch Ich den hack ganzen Abend dich. hier und nicht vergessen euren Kelch. Ja, der Hauptplatz ist auf jeden Fall hier. Dann gucken wir mal. Aber hier ist nirgendwo ein Topaz. Vor allen Dingen, wenn ich die jetzt tatsächlich alle noch suchen muss, erstmal.
Ich mache jetzt mal eine Runde mit euch zusammen. Aber da werde ich niemals... Ey, geht mir bloß nicht aus dem Weg raus. Da werde ich aber niemals so viel kriegen, wie ich kriegen muss. Das ist jetzt mein Problem. Komme ich hier durch? Ja. Ich komme durch, aber es wird mir direkt der Weg versperrt, indem hier wieder ein Felsen ist. Finde ich sehr nett übrigens. Dahinter war nichts mehr. Oh, oh, oh. Das... Ach nee. Wieso kriege ich die Blumen immer noch? Gehörte das nicht zu dieser Quest von, keine Ahnung, wie die hieß? Hä? Ich bin verwirrt. Aber es ist tatsächlich so viel schöner, seitdem ich hier das Grün weggemacht habe. Also es hört sich jetzt blöd an. Aber seitdem ich hier größtenteils so das Grün weggemacht habe und nur so Flächen von Grün gemacht habe, finde ich das echt, das sieht viel besser aus. Und da war, glaube ich, gerade Topaz, ne? Topaz war gelb, oder? Ich oute mich jetzt gerade als langjährig von Edelsteinen abgeschworen. Also, nein, nein, ich will nicht das Dreamlight. Wieso habe ich das Event immer noch da drin? Ich verstehe es nicht. Normalerweise sollte so ein Event doch eigentlich geschlossen werden, wenn das... Jetzt haben wir hier was Rotes drin. Wenn das durch ist. Aber irgendwie scheint die das nicht zu interessieren. Jetzt habe ich irgendwas Schwarzes. Granat habe ich noch dazu, glaube ich. Tut mir leid, aber wenn hier sowas leuchtet vor mir, muss ich auf jeden Fall mal ausbuddeln. Oh. Muss ich wieder umschalten auf die... Nein, auf die Hacke. Hallo. Ja, die hatte ich gerade weggetan. Und ja, daraufhin wollte ich wieder umschalten. So. Kann ich da hinten rein? Da hinten war doch sonst... Oh, jetzt bleibe ich hier wirklich an jeden Kleinsten wieder hängen. Meine ich doch, da hinten war doch sonst auch noch was. Und schon wieder so eine Blume. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Wieso kann ich die immer noch sammeln? Ich meine, ich sammle die, ne? Habe ich halt den Platz damit verballert. Ist kein Problem. Das ist jetzt die friedliche Wiese. Da brauche ich gar nicht erst hinzugehen. Dann Aquamarin. Vermute ich mal... Ach so, Moment. Docks und Innenhof. Wir könnten theoretischerweise ja auch noch zu den anderen Stellen gehen. Ja, also das wird jetzt tatsächlich zu... Insel der Ewigkeit, hier Docks. Das wird jetzt tatsächlich zu langwierig hier und ich weiß nicht, was jetzt gleich noch kommt. Oh, Mulan ist dabei. Kann ich mit dir eigentlich nicht... Alter. Jetzt geht doch mal alle weg hier. Oh nein, ich will dich nicht streicheln. Ich will mit dir reden. Hi. Ah, lass uns abhängen. Genau. Das wollte ich nämlich machen. So. Und ihr seht schon, hier ist jetzt alles total kahl. Ich muss hier echt mal was machen. Ach so, bevor ich jetzt komplett rausgehe, werde ich mal ganz kurz mit euch hier oben hingehen. Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob ich das tatsächlich schon gezeigt hatte. Ich hatte das nämlich gebaut. Und so sieht das Ganze jetzt hier aus. Hier hinten im in dem Gebiet. Ich habe hier die ganzen Sachen, die eigentlich vorne waren, hingestellt. Da sollen auch noch so Wege kommen, die ich so dazwischen mache. Das sind diese hier. Die sind nur wahnsinnig teuer in der Herstellung. Deswegen, ja, sind die halt noch nicht ganz durch. War das 7? Ja, das war mit 7. Machen wir das mal eben weg hier, damit das hier schöner aussieht. So, hier haben wir nämlich dann mein Häuschen. Das habe ich mir dann doch extra noch geleistet von meinen, wie heißen die blauen, von den Mondsteinen. Und hier kann ich mich dann hinsetzen, um was zu essen. Und dann so ein bisschen dem Wasser zuzuhören und so. Und hier ist mein Sushi-Meister. Hallo. Hallo, ich hätte heute gerne eine Sushi-Rolle. Er sagt nichts, aber okay. Ja, und hier, das ist halt das, was ich jetzt eben nochmal neu gekauft habe. Das werde ich mal gucken. Eigentlich auch mit dem mit den ganzen Sachen hinten. Ne? Eigentlich sieht es sehr japanisch aus. Ich würde fast schon sagen, das könnten wir tatsächlich zu Mulan hinstellen. Doch, finde ich gar nicht so schlecht. Ja, das ist halt mein Bereich. Den hatte ich angefangen und habe ihn dann vergessen. Bin ich ganz ehrlich. Naja gut, und hier konnte ich halt nicht weitermachen, weil ich die Ressourcen dazu dann dementsprechend nicht hatte. Ich gehe da muss ich dann schauen, dass ich... Ja, ist ja gut, Rapunzel. Da muss ich dann schauen, dass ich das irgendwann mal grinde, wenn ich tatsächlich mal Zeit habe. Aber das wollte ich euch nur mal kurz gezeigt haben. Ich werde mich jetzt aufmachen, die restlichen Edelsteine suchen, was vermutlich sehr viel länger dauern wird, als ich hoffe und denke. Und ja, wir werden uns dann gleich wiedersehen, wenn ich alle bekommen habe. Bis gleich.
Wir haben es endlich. Oh mein Gott, hat das jetzt lange gedauert. Das war jetzt, ja gut, eine Dreiviertelstunde, eine reale Dreiviertelstunde. Puh, ein gutes Gericht, ein gutes Training. Dieses tägliche Ritual funktioniert wirklich gut. Oh, weißt du, was jetzt perfekt wäre? Eine warme Tasse Tee. Habt ihr hier Tee? Oolong-Tee, Jasmin-Tee, Chrysanthemen-Tee? Ich glaube nicht. Schon in Ordnung. Ich weiß, dass wir im Lager noch ein paar Kisten Tee haben. Ich kann zurückgehen und sie für uns holen. Warte, Mulan, du kannst nicht in dein Reich zurückkehren, ohne deine Erinnerung wieder zu verlieren. Ich bin die Einzige hier, die die Magie besitzt, um sicher in die Reiche zurückzukehren. Ich gehe zurück zum Lager. Tee ist gut für dich, auch wenn ich eher ein Kaffeetrinker bin. Ja, leider ja. Ich hatte es mal jahrelang wirklich so gemacht, dass ich mich auf Tee umgewöhnt hatte. Da habe ich dann immer Grüntee getrunken. Kann ich jedem nur empfehlen. Aber irgendwann war ich den Geschmack ehrlich gesagt auch leid. Und da ich keinen anderen Tee wie Früchtetee oder so trinken wollte, der mir besser geschmeckt hat, aber mir halt nicht so viel gegeben hat wie Grüntee, bin ich dann irgendwie wieder bei Kaffee gelandet. Ich liebe Tee. Die, die wir haben, werden dir gefallen. Ich wette, das werden sie. Ich gehe zurück in dein Reich und suche nach den Teekisten. Ja. Danke, Gameplayerin. Ich weiß das wirklich zu schätzen. Ja, kein Thema. Ich hoffe, du kommst jetzt nicht automatisch mit, weil sie ja eigentlich mit mir mitkommt. Reich. Da versteckt sich Mulans Reich. So, die Frage ist jetzt. Suche im Reich nach den folgenden Kisten. Also irgendwo im Lager, hat sie ja selber schon gesagt. Wo soll es auch sonst sein, ne? Kisten. Solche Kisten sind nicht gemeint, ne? Die Truhe, glaube ich, hatten wir schon mal aufgeschlossen, oder? Da war doch irgendwas drin, genau. Vielleicht Kisten, die da hinten drin sind. Hier sind auch nochmal Kisten. Ah ja, das sieht gut aus. Ah, das war der Jasmin-Tee. Der Chrysanthemen-Tee. Perfekt. Und der Oolong-Tee. Bring die Kisten zu Mulan. Ach so, hier kann ich ja wieder nicht schnell reisen. Moment, irgendwo war doch, genau, da war ein Ausgang. Den nutzen wir doch. Ich fände es übrigens cool, wenn man hier so die Zelte oder so, also zumindest mal so ein oder zwei, besonders das hier, wenn man das aufstellen könnte bei ihr in der Nähe. Das wäre cool. Also erstens, ach so, hier sind wir. Ach, deswegen auch, ja, deswegen auch du. Moment, ich habe jetzt leider nichts, um dich zu füttern. Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Leider nicht. Es tut mir leid, ich muss erstmal Mulan suchen. Ich habe gerade keine Zeit. Ach, da oben kommt sie schon. Frage ist nur, aus welcher Richtung. Da. Mulan. Bitteschön. Du hast sie alle gefunden, Gameplayerin. Vielen Dank. Vor allen Dingen bei der Größe. Ihr wisst nicht, wie viele Jahre sie damit Tee machen kann. Während du weg warst, habe ich nachgedacht. Ich würde gerne meine Tassen Tee mit dem Tal teilen. Es hat eine Weile gedauert, aber ich habe es geschafft, einen Teestand herzustellen. An dem jeder Tee bekommen kann. Das ist eine schöne Idee. Die Dorfbewohner waren so hilfreich. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Hier, bitte platziere den Stand an einer beliebigen Stelle im Tal. Ich frage mich, was ich heute malen werde. Ja, dann müssen wir leider nochmal zum normalen Reich. Wo sind wir denn? Im Wald der Tapferkeit, ne? Ah, ist das cool. Ich habe auch unterwegs was gesehen, was ich noch unbedingt ändern möchte in dem Bereich, wo wir jetzt gerade waren. Das ist natürlich die Frage. Jetzt hat sich hier das mit dem China... Vielleicht muss ich die Quelle am besten ein bisschen... Das ist auch doof, ne? Wie groß ist denn der Stand überhaupt? Ja, vielleicht sollte man den ersten in die Hand nehmen und dann gucken. Okay, der ist ungefähr so. Dann stellen wir die Quelle mal so ein bisschen... Was ist mit dem Baum hier? Wenn wir den noch ein bisschen hier rüberstellen. Und dann den... Teestand zum Beispiel hier so hin. Das sieht doch eigentlich ganz nett aus, oder? Können wir uns doch ansehen.
Ich kann aber jeweils nur 3 kaufen. Das ist doch doof. Tut mir leid, jetzt können die Leute aus dem... Jetzt können die Leute aus dem Dorf leider nichts mehr kaufen, Mulan. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Ich habe da jetzt alles weggekauft. Komm schon, es ist Zeit für Tee. Ich habe alle Methoden und Rezepte für dich aufgeschrieben. Das ist immer nett. Ich bereite jeden Tag den Tee meines Vaters zu. Also bin ich so etwas wie eine Expertin. Hol mir ihren Vater auch noch hier rein? Hier, lass uns ein paar Tassen aufbrühen. Okay, 4 Teerezepte. Ah, war ja wieder klar, mein Inventar ist voll. Hätte ich mal wieder nichts gekauft, ne? Das legen wir mal ab. 1, 2, 3, 4 brauchen wir, ne? Dann legen wir das noch ab. So, bereite die folgenden Gerichte zu. Einmal Chrysanthementee, also zubereiten auch, aber... Ich meine jetzt das Rezept. Einmal Oolong-Tee. Wieso springt der jetzt neuerdings immer hier rein? Ist ja nervig. Einmal Biskuit-Rezept. Aha. A Recipe for Delicious and Fluffy Biscuit. Also Kekse brauchen wir auf jeden Fall auch noch zum Tee. Okay, das ist, glaube ich, nicht so die typisch japanische Art, aber... Nehme ich mal so hin. Gut, folgende Gerichte zubereiten eigentlich. Aber das ist doof, wenn wir jetzt hier, nee, das ist doof, wenn wir jetzt hier noch irgendwas hinstellen. Dann gehen wir mal hier hin. Gut, und dann werde ich mal schauen, dass ich nach der Aufnahme auf jeden Fall Mulan leveln werde. Wenn sie mir nicht zwischendurch abhaut, heißt das. Damit wir dann in der nächsten Folge auch mit Mulan weitermachen. Also, alle 3 Teesorten und einmal Biskuitrezept. Gilt das hier? Ja, es gilt hier drunter. Perfekt. Was brauchen wir denn dafür? Nichts Wildes, sehr schön. Das sind natürlich dummerweise immer Sachen, ne? Die man... Ach, das kannte ich sogar schon, so wie es aussieht. Chrysanthementee. Ich sollte von allen jetzt nur 1 machen, oder? Ich habe jetzt gar nicht nachgeguckt. Ach, ich glaube, ich sollte die... Ich glaube, ich sollte die Biskuit gar nicht machen, oder? Scheiße. Okay, gut, jetzt habe ich sie eh gemacht. Ich meine, es standen tatsächlich nur die Teesorten oben drin. Bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Aber habe ich nicht schon mal Tee gemacht? Das mit dem Jasmin-Tee kommt mir so bekannt vor. Oolong-Tee denke ich mal eher nicht, aber irgendwo mal in einem Reich oder so kann das sein. Ich weiß es nicht. Oder es ist tatsächlich nur die Optik, die mir jetzt so bekannt vorkommt, von irgendeinem anderen Tee. Mulan, halt, stopp. Bitteschön. Nur für dich. Ah doch, die muss man anscheinend auch machen. Dieser Geruch erinnert mich an zu Hause. Es ist schon komisch. Es weckt auch Erinnerungen an die Zeit vor dem Vergessen. Ich erinnere mich. Ich habe früher Dorfbewohner zum Tee in mein Haus eingeladen. Da unser Training für heute Abend beendet ist, können wir vielleicht ein paar Dorfbewohner einladen. Besonders gut erinnere ich mich an die Zeit mit Mirabelle, Herrn Duck und Merlin. Okay. Mirabelle, Herrn Duck und Merlin. Merlin, du bist direkt hier. Sehr schön. Hast du die Zukunft gesehen? Nein, nein, meine Liebe. Aber ich bin ein Prognostiker, also würde ein solches Kunststück in meiner Macht liegen. Ich habe nur die Erinnerung von Mulans Teestube mitverfolgt und heute liegt ein Hauch von Chrysantheme in der Luft. Mein alter Liebling, den ich gerne wieder bei Mulan zu Hause genieße. Ah, oh, danke schön. Einen habe ich schon eingeladen, Mulan. Komm mit, wir laden noch den Rest ein. Da, ich wollte gerade sagen, Dagobert ist ja klar, wo der ist. Hallo, nicht weglaufen. Da rennt er noch doppelt so schnell weg wie ich. Hallo, du bist ein Sackgasse, Dagobert. Du kommst hier nicht raus. Ah, schön, dich zu sehen, Gameplayerin. Was sehe ich da für ein Funkeln in deinen Augen? Ich bin hier, um dich zum Tee in Mulans Haus einzuladen. Es wird wie in alten Zeiten. Nee, du arbeitest so hart. Es wird Zeit, sich zu entspannen.
Du solltest wissen, dass ich so viel arbeite, wie ich Lust habe. Aber es ist immer Zeit für einen Tee. Ich werde dort sein. Nur, dass du es weißt, ich habe ein paar neue Waren im Laden. Mhm. Alles gut. Ach, Mirabelle hat sich schon von hinten angeschlichen. Moment, wo ist sie denn? Mirabelle! Bewundert gerade die Uhr. Na gut. Aha. Aha. Stimmt das, was ich gehört habe, Gameplayerin? Ist Mulan zurück im Dorf und macht einen ihrer Teekränze? Also erstens ja, sie steht hinter mir, also direkt vor dir quasi. Und zweitens ja, ich möchte dich gerne einladen. Ja, und du bist eingeladen. Ja! Oh, ich kann es kaum erwarten. Ich habe die gemütlichen Nachmittage mit meinen Freunden vermisst, an denen ich Tee trinke. Was soll ich mitbringen? Vielleicht einen Kuchen? Zwei Kuchen? Du musst nichts mitbringen. Deine Anwesenheit ist genug. Ha! Das ist so süß. Ich danke dir. Wir sehen uns dort. Adios. Wir wahrscheinlich eher nicht, aber geh zur Teestube. Okay. Ich wollte sagen, wir zwar eher nicht, aber ihr werdet euch sehen. Aber anscheinend müssen wir doch da mit hingehen. Also die sind wohl alle jetzt eingeladen, so wie ich das verstehe. Geh zur Teeprobe zum Haus. Okay. Nee, Moment. Ach so, ich soll ins Haus gehen, oder? Ah, ich muss draußen noch den zweiten Mushu aufstellen. Scheiße. Hallo, Mulan, komm mal ein bisschen rein hier. So. Alle sind da. Perfekt. Ich bin so froh, dass ihr alle hier seid. Jetzt weiß ich wieder... Nee, jetzt weiß ich, glaube ich, wieder, wer welchen Tee getrunken hat. Merlin mag Chrysanthementee, weil er blumig und beruhigend ist. Mirabelle mag Oolong-Tee wegen seines starken Geschmacks und weil er sehr energiespendend sein kann. Großartig! Schmeckt übrigens auch ganz gut. Und Herrn Duck mag den feinen Jasmin-Tee. Sowohl wegen der Qualität als auch wegen des guten Geschmacks. Genießt es, ihr Lieben. Würdest du nachsehen, ob alle ihren Tee mögen, während ich die Gäste bediene, Gameplayerin? Ja, klar. Warum nicht? Können wir auch noch ein Foto alle... Moment, ein Foto. Moment. Komm, ihr schafft das doch. Ich kann mich gar nicht drehen. Ach nö, ich kann mich nicht drehen. Ich kann mich auch nicht hinhocken oder so. Nein. Ja, genau, genau. Komm her, komm her. Ja, ihr seht scheiße aus, aber egal. Zack, das sieht noch bescheuerter aus. Ach Leute, so geht das doch nicht. Da hauen die dann wieder ab. Ach komm, dann lassen wir es einfach sein. Könnt mich doch alle mal hier. Wollt doch nur ein schönes Bild machen. Holla, Gameplayerin. Die riechen alles so gut. Ich kann mich einfach nicht entscheiden. Welchen Tee sollte ich deiner Meinung nach als nächstes probieren? Oh, ich hab's nicht Oolong-Tee, ne? Wegen der Energie war's, glaube ich. Ich liebe Oolong. Und eine weitere Tasse kann doch nicht schaden, oder? Ja! Das ist so lecker. Und ich fühle mich so energiegeladen. Gracias, Gameplayerin. Adios! Gerne, gerne. Achso, das sollte ich vielleicht wegstecken. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, es ist schön, weißt du? Mit alten Freunden zusammen zu sein, während beruhigende Düfte durch die Luft wehen. Das ist der beste Zauber des Lebens, weißt du? Was habe ich gerade gesagt? Oh, ja. Welchen Tee sollte ich als nächstes genießen? Chrysanthementee war das, ne? Jasmin-Tee war der edle. Das ist ja ein uralter floraler Freund. Ausgezeichnete Wahl. Es hat mir schon immer Freude bereitet, die getrockneten Blumen in heißem Wasser aufblühen zu sehen, während der Duft dich geradezu umhüllt. Was für eine Freude. Und du wolltest den edlen Jasmin-Tee. Bei meinem Bürzel so eine riesige Auswahl. Welchen Tee soll ich als nächstes trinken, Gameplayerin? Den Jasmin-Tee, den edlen. Ja, das ist mein Favorit. Was für ein köstlicher Jasmin-Tee. Und ich bin mir sicher, dass er zu den Besten gehört, die es gibt. Er hat schon so manchen Händler zu seinem Glück verholfen, weißt du? Freundlichen Dank. Hallo.
Vielen Dank, Gameplayerin. Es ist toll, wieder unter Freunden zu sein. All das hat mir wirklich geholfen, mich daran zu erinnern, wie ich hierher passe. Jetzt, da ich mein tägliches Ritual und den Tee habe, den ich mit dem ganzen Tal teilen kann, bin ich sicher, dass ich mich gut einleben kann. Vergiss nicht, du kannst den Teestand auch jeden Tag besuchen. Und nimm mein Teegeschirr mit Blumen zum Aufbrühen mit. Großartig! Ah, kriege ich das? Ich erkunde jetzt das Tal weiter und sage dir Bescheid, wenn ich etwas Interessantes finde. Ah, cool. Sehr, sehr cool. Was nicht so cool ist, hier eine Stelle zu finden, wo man mich auch sehen kann. Ja, wunderbar. Dann haben wir auch diese Quest erfolgreich beendet. Und sie steht auch schon in den Startlöchern direkt für die nächste Quest. Ich werde mal schauen, ob ich sie erstmal level oder direkt die nächste Quest aufnehme. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt schon mal die Möglichkeit. Also es wird auf jeden Fall in der nächsten Folge mit Mulan weitergehen. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich freue mich echt sehr darüber, dass Mulan hier ist, weil ich liebe alles Japanische. Ich mag die Optik, die Tees, die Kirschblütenbäume. Ich mag einfach alles irgendwie von diesem Stil. Und ich hätte mein Haus echt neben Mulan bauen sollen. Das war ein Riesenfehler, dass ich dann Schloss draus gemacht habe. Aber ich kann sie auch so immer wieder besuchen gehen. Ich werde es auf jeden Fall noch sehr hübsch hier machen und noch andere Sachen ein bisschen dekorieren. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.